Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Und wir verschwinden hier so schnell wie möglich. Ich will nicht länger als nötig hier bleiben in einem Sperrgebiet. So. Er hat ein paar schöne Lieder getrallert, der Ezio, über, ja, über seine allen Attentatsziele. Cesare, Vieri, Di Pazzi. Und wen alles noch? Wen hat er noch? Ja, Duccio hat er auch mal erwähnt. Alles. Alle hat er erwähnt. Also nicht alle, aber viele. Ja. Ja. Ja, die Schwerkraft war Cesares einziger Feind eigentlich. Die hat nicht mitgespielt mit seinem Leben. In seinem Leben. Oh, wow. Dem sieht man jetzt mehr und mehr auf den Straßen bei sich ziehen. Zu viel Kaffee getrunken, eindeutig. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Zu viel Kaffee getrunken. Das sieht unsicher aus. Ist das ein Rennen oder sowas? Also mein Movement ist gerade sowas von scheiße. Es ist einfach so gerade. Also ich will... Wow, das wollte ich gar nicht. Ich habe so lange nicht mehr mit meiner Xbox gespielt. Ich spiele ja aktuell nur an der PS4 und ich habe mir auch Assassin's Creed 4 für die PS4 geholt. Ich habe das ja zuerst nur an der Xbox 360 hier gespielt, durchgespielt etc. Roundabout 95% oder so Gesamtsynchronität. Und jetzt habe ich es mir dann einfach mal gegönnt, mal für die PS4, ne, wegen besserer Grafik oder so, für, keine Ahnung, ich glaube 15 Euro oder so, mit dem Season Pass zusammen. Gibt es ja diese Jackdaw Edition oder wie die heißt, habe ich mir mal gegönnt für die PS4. Und da kann ich es dann auch direkt auf der PS4 LP'en. Ja, aber ich habe es auch schon mal angefangen, ein bisschen reingespielt, macht auf jeden Fall Spaß. Und natürlich ist ja die PS4 dann auch die Zukunftsmusik, weißt, wisst ihr? Ja. Und soll ja auch sehr gut finde, weil ich liebe die Uncharted-Serie. Ich habe sie immer mal bei Freunden gespielt. Oh, da gibt's, das kann ich einsammeln. Ich hatte ja keine PS3 und jetzt gibt es ja die Uncharted Nathan Drake Edition. Und die werde ich mir mal gönnen. Ich weiß noch nicht genau wann, ob ich sie mir vielleicht zu Weihnachten oder so, weißt du, zwischendurch, weil ich hatte jetzt nicht vor, so viele Spiele einfach mal so zwischendurch zu kaufen. Mal gucken, vielleicht NBA 2K. Vielleicht NBA 2K, mal schauen. Ach, da oben ist das. Es ist gar nicht da oben. Kader, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere, aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Cane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Okay, Secatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft.
Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket in ein rotes Tuch eingewickelt, besorgen sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Das werde ich sowieso nicht schaffen, also vergiss es. Ja, da haben wir Duccio gesehen, den guten alten Duccio. Alt geworden ist der Gute. Alt geworden. Meine Güte. Wo ist es denn? Sophia Sator, perfetto. Gibt's hier auch einen Seilzug von ihr weg? Das wäre eine gute Erfindung hier. Assassinische Bedrohung finden und vernichten. Was redest du hier? Das ist aber waghalsig. Die will ich verdammt nochmal bestechen, also bleib ruhig und nimm das Geld an. Ich mache euch sofort Platz. Ja, dann laufen wir jetzt wieder zurück. Also, wo ich gestört wurde. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, genau. Also, das werde ich auf jeden Fall LP'en. Die Frage ist nur, wann. Und ich werde es auf der PS4 LP'en, also Let's Play'en, na klar, ne? Ich frage es noch, wann ich das machen werde. Ich weiß nicht, ob direkt zu Release, in der Nähe zum Release oder so, man weiß es nicht. Und, außerdem... Ja, werde ich, denke mal, NBA 2K werde ich was machen. Ich hab da was geplant, aber wenn ich was plane, klappt es ja sowieso nie. Lasst euch da mal überraschen. Ja. Genau. Deswegen, stay tuned. Genau. Es wird dieses Jahr nicht so viel kommen, außerdem bin ich ja noch bei Assassin's Creed noch voll dabei und ich habe ja noch einige andere Pläne, wie zum Beispiel... Batman, die Batman-Serie oder die Mass Effect-Serie, wo noch aber einiges gemacht werden muss. Und ich habe ja auch vor, am PC noch was aufzunehmen. Dazu habe ich ja auch schon ein bisschen mein PC ein bisschen verbessert, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ich muss ja noch ein paar Tests machen und deswegen, ne, also lasst euch überraschen, Freunde. Gehen wir in den Buchladen und interagieren wir. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne?
Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Jo, wir haben, müssen jetzt unser Buch holen. Ich denke, das machen wir auch. Direkt im Anschluss, ohne Verzögerung. Nette Vorstellung, doch was soll das? Was soll das? Genau, warum sitze ich eigentlich hier auf die Bank? Wir sind nicht mal hier im Verfolgungsding. Fast echt aus. Oh Mann, ey. Gehen wir mal hier ganz hoch, komm. Ein bisschen klettern, Ezio. Junge, hast du lange nicht mehr gemacht, komm. So. Und hoch hier. Und weiter. Und zur Seite. So, wir müssen theoretisch jetzt noch zwei Spiele auf der Current Gen spielen. Und dann sind wir auch schon auf der Next Gen gelandet, ne? Das ist euch schon klar, ne? Also, wenn ihr weiter dran bleibt, dann ist es nicht mehr lange. Vielleicht noch so 200 Parts oder so. Und wir sind... Wir sind da. Wir sind, den habe ich schon hier. Muss weiter hoch. Und wir sind schon auf der Current Gen gelandet. Auf der Next Gen gelandet. Aber wir sind sehr weit schon. Zeichen und Symbole Teil 1. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt. Die Hinweise zum Versteck eines Massiv-Schlüssels. Enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Jetzt muss ich nochmal rauskriegen, wie das war. Also man kriegt auf jeden Fall so. Okay. Okay, wir haben das Buch gefunden. Man muss die Polo-Symbole finden, die nur ein Assassine finden kann. Oder ein, ja, wie komme ich jetzt hier runter? So. Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal den einfachen Weg nehmen. So. Komm schon. Wir wissen ja alle, dass Niccolo Polo ja ungefähr zu der Zeit gelebt hat, in der Altair gelebt hat. Ungefähr. Roundabout. Ne? Also, wenn man es mal überschlägt, das müssten eigentlich. Das wissen ja eigentlich alle, oder? Naja, wir holen erstmal das Buch.
die Gesandtschaft in Konstantinopel von Liutprand und Cremio gefunden. Was auch immer das bedeuten mag. Galata-Turm freigeschaltet, sehr schön. Wow.